Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video des Microsoft Flight Simulator 2020. Ich bin euer Sebastian und wir befinden uns hier Flughafen Tegel in Berlin. Ja, es wird noch Zeit, eine der größten Städte anzufliegen. Und ja, was bietet sich da am besten an als unsere Landeshauptstadt Berlin? Und ja, auch das neue Einsatzgerät kommt jetzt ins Spiel, die Aerolite 103. Habe ich bereits im DLC-Check vorgestellt. Mein kleiner neuer Ankauf eines kleinen Flugzeuges. Und ich dachte mir, das passt ja ideal für unseren Überflug. Geplant und sehen werdet ihr jetzt, also wie gesagt, Flughafen Tegel. Dann fliegen wir, machen wir einen Abstecher zum Olympiastadion. Von da aus werden wir dann so ein bisschen an den Armen der Spree lang fliegen. Reichstag, Tiergarten, Bundeskanzleramt, alles was man eigentlich so halbwegs gesehen haben müsste in der Luft. Wir machen dann halt, fliegen dann nach Berlin-Ost rüber, werden dann einen Schlenker machen über Tegel. Der ist hier im Spiel übrigens auch noch aktiv. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche will ich natürlich auch mitnehmen, also im Rahmen des Tiergartens. Das wird so ein bisschen hin und her geschlingert. Ja, und dann am Ende möchte ich dann nochmal doch über den Flughafen Berlin-Brandenburg, heißt der, glaube ich. Ist da noch nicht fertig im Spiel, aber gut. So. Alles klar. Das war mein erster Fehler heute schon wieder. Den Seitenruder. Ausgleichen. Ja, komm, der hebt der Eger ab. Vollgas. Zack. Das war gerade mal nicht mein schönster Start, kann man mal so sagen. Mal gerade gucken, ob ich auch das Seitenruder richtig arretiert habe. Ja, scheint so. Okay. Alles klar. So. Damit hat sich das auch schon erledigt. So. Tempo runternehmen. So, und dann nehmen wir mal das, was ich schon gesagt habe. Hoffentlich passt das mit dem Sound ein bisschen. Ja, Berlin ist natürlich, ich muss ja gar nicht erzählen, wie groß Berlin ist. Ja, das erklärt sich von alleine. Das kann aber auch sein, dass halt im Streaming ein bisschen holpert. Ich bin mal gespannt, das ist auch gerade auch ein Testlauf des Rolling Caches. Denn ich habe mal im Vorfeld ein bisschen die Kartentexturen runtergeladen. Über einen Rolling Cache kann man das ja machen. Das dauert halt, ist halt sehr zeitintensiv. Ich glaube, die ganze Karte, ganz Berlin Zentrum mit ein bisschen drumherum in High Detail 4,2 GB. Das ist das, was er währenddessen im Spiel immer runterlädt. Die Karten sind also jetzt vorhanden, die musst du eigentlich nicht mehr runterladen. Unter uns ist jetzt hier übrigens der Volkspark Jugendfernheide, heißt das. Tegel. So, eigentlich schönes Wetter. Achso, jetzt meine Wetterdaten. Aktuelles Wetter, also jedenfalls die Bewölkung und alles eingestellt. Uhrzeit natürlich ein bisschen künstlich. Temperatur passt auch. Das Einzige, was nicht ist, man sieht hier keinen Schnee. Ich weiß gerade gar nicht, ob tatsächlich jetzt in Berlin Schnee ist, aber. Ja. So. Unter uns. Die Autobahn 100. Da.
müssen uns jetzt ein bisschen weiter. Da ist es. Da wollen wir hin. Übrigens noch ein kleiner Vorteil an dem an diesem Flugzeug. Das Flugzeug ist natürlich nicht so groß wie die anderen Flugzeuge. Das heißt, ihr habt mehr Bildformat. Also ihr seht mehr von dem von der Stadt und alles, weil das Flugzeug halt so ein bisschen so kleiner, ein bisschen klein ist. Na, das passt sich ja eigentlich. Einheimische werden ja bereits ja wissen. Gleich daneben läuft ja die B2. Die geht ja einmal quer bis zum Zentrum rein. Also ist eine ideale Hilfe. Da hinten sieht man sogar den Funkturm schon. Das heißt schon, aber man sieht den Funkturm da. Funkturm Berlin ist da. So, aber auf das hier. Ich als Fußballfan. Da ist das legendäre Olympiastadion. Das ist übrigens keine DLC-Landmark. Das hat das Spiel tatsächlich mal, das haben die Entwickler tatsächlich mal wirklich so verbaut. Auch ein cooler Nebeneffekt des Flugzeugs, wenn ich jetzt in die Kurve gehe, der geht von alleine super schön in die Kurve rein. Das Ding gleitet echt super. Nochmal kurz ein Bild. Ein Pick-Pick-Pick-Pick-Picture. Habe ich von Otto. Pick-Pick-Pick-Pick-Picture. Jo. So. Und hier unten läuft jetzt die B2. Und bei der schließen wir uns jetzt an. Höhenmesser knapp über 1000 Fuß etwa. Wir können eigentlich auch ein bisschen tiefer. Ist das gut, dann kann ich die Drehzahl wieder ein bisschen erhöhen.
Ja, soll ich da was dazu sagen? Ja, unter dem DLC-Check zu diesem Flugzeug. Ah, da könnt ihr nochmal weitere Daten wie Preise, wo ich es hergeholt habe. Ich war ja sehr zufrieden mit dem Kauf bei Simmarket. Simmarkt. Ich war sehr zufrieden mit. Oh, ich sehe da gerade was, was wir gerade ein bisschen verpassen. Ja komm, wir wollen ja eh den Bahnhof auch noch versehen, also machen wir mal einen kurzen Abdreher. Da ist nämlich Schloss Charlottenburg. Wenn ich das wahrscheinlich nicht mitnehme, werden mich wahrscheinlich einige Berliner wahrscheinlich dafür hassen. Also, Schloss Charlottenburg hier. Bei Hauptstädten muss man übrigens erwähnen, dass der Microsoft Flight Simulator da viele Details reingesteckt hat. Gut, zählt ja auch als Landmark, allgemeine Landmark. Ja, wie Braunschweig zum Beispiel auch. Ich habe mich ja damals gewundert, warum Braunschweig so viele Details hat. Das liegt tatsächlich daran, dass Braunschweig eine der Städte ist, die halt extrem viele Details bekommen haben. Rein theoretisch als besonderen Ort, / Landmark. Ja, also hier, Schloss Charlottenburg. Sind wir wieder an der Spree wieder. Wir machen jetzt den Abdreher. Und halten uns jetzt hier ein bisschen an den Eisenbahnverbindungen. Boah. Sympathisch. Ah, übrigens, was meint ihr zu dem Flugzeug? Ich will mal eure Meinung hören. Würdet ihr euch das Flugzeug holen? Wäre das so in etwa eure Vorstellung oder doch eher wie eine Cessna oder etwas anderes? Schreibt doch einfach in die Kommentare mal eure Meinung dazu. Also wie gesagt, ihr kennt ja meine Meinung. Ich finde das einfach nur hammergeil, das Teil. So. Muss ich mich mal kurz konzentrieren. Okay. Wir drehen jetzt mal nach Osten ab, nach Süden. Genau. Drehen jetzt ein bisschen nach Süden ab, fliegen Richtung Tiergarten im Grunde. Und da hinten ist noch ein Gebäude, was ich ja auch noch mit einbeziehen wollte, gerne. Zeigen. Wir haben die Freiheiten, ja. So, das ist alles der Tiergarten. Für die, die halt mit der Hauptstadt nicht bewandert sind, das ist der Tiergarten. Da haben wir die Siegessäule, aber da werden wir auch gleich nochmal direkt drüber wegfliegen. Und ich muss ehrlich zugeben, irgendwie läuft das Spiel extrem flüssig, jetzt seitdem ich den Rolling Cache eingeschaltet habe. Hätte ich nicht gedacht, die gucken jetzt da gerade mal so. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mir schwant Böses. Aber gut, das. Und die Details sollten doch wahrscheinlich nicht gezeigt werden. Nein, also dafür gibt es ja wie gesagt die Landmarks, die man sich noch runterladen kann von vielen coolen Moddern und Erstellern, die wirklich viel Zeit da reinsetzen. Ja, das machen wir gleich. So, denn hier unten sollte jetzt eigentlich die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sein. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Da, wo damals der schreckliche Anschlag passierte. Oh, da ist sie. Wird gebaut oder wurde gebaut.
Ja, Junge, ich hab dich verstanden. Aber ich will ja noch mal ganz kurz hier. So, jetzt muss ich kurz meinen Funkkontakt machen. Das nervt er uns jetzt eine ganze Weile. So, die Siegessäule. Na, hat doch einigermaßen Details, zwar nicht die, die wir denken würden, aber. Ach, gehör schon. Gehören ja jetzt schon zur Region Tempelhof dann. Was Flug angeht. Flugverfolgung. Fliegen wir jetzt noch ein bisschen um die Siegsäule drumherum. Die Siegessäule verpasst ein bisschen. Ist egal, gibt noch andere Möglichkeiten. So, es geht weiter. Weiter den Tiergarten entlang. So, hier kommen wir jetzt zu ganz interessanten Nummern. Haus der Kulturen der Welt ist das hier unter. Daneben das Bundeskanzleramt. Dahinter, das da. Und da haben wir. Gut, ich muss dazu nicht viel erzählen. Ist ein Reichstag natürlich, ne? Da brauche ich jetzt nicht viel erzählen. Wir drehen jetzt nochmal ganz kurz ab zum Bahnhof. Ich war da einmal, das war 2005, das ist schon sehr lange her. Ich war ja von diesem Bahnhof ein bisschen geplättet. Ja, so viele Stockwerke und. Aber von außen sah das Ding nicht schlecht aus. Muss man ja ehrlich sagen. Gut, andere sind wohl anderer Meinung, aber ich als Gast. Ich als Gast darf das ja mal wohl sagen. So, wir haben jetzt mal eine kleine Schleife gedreht. Jetzt kommen wir Brandenburger Tor und. Also hier haben wir einen Reichstag, da kommt das Brandenburger Tor. Ich denke mal, keine bessere Möglichkeit als hier jetzt noch ein Screenshot zu machen als Thumbnail für den Channel, wobei ich der Meinung bin, das Wetter hätte ich mir anders einstellen müssen, aber egal. So, Reichstag, Rom, Brandenburger Tor, jeder kennt es. Die wir kennen. Denkmal für die ermordeten Juden. Hier Riesenkomplex. Potsdamer Platz ist hier.
Und jetzt nähern wir uns ja bereits schon mal ein. Ich meine, gut, in Berlin ist alles interessant. Ja? Einen aber dennoch sehr interessanten Teil. Ich bin mal gespannt, wie weit das hier ist. Ah, okay. Die Kartendaten. Hier ist der Deutsche Dom unter uns. Warum bin ich denn eigentlich schon wieder bei 800 Metern? 800 Fuß. Das kann doch gar nicht sein. Da muss ich wieder ein bisschen tiefer gehen. Ja. So, also. Hier haben wir den Deutsche Dom, heißt das ja. Und der Gendarmenmarkt. So, und jetzt kommt ein bisschen was für alle, die es nicht kennen oder nicht mitbekommen haben. Also, ich hab's auch persönlich mitbekommen. Also das erste Mal in Berlin war ich 2005. Und ich habe tatsächlich noch den Palast der Republik live gesehen. Zwar ja, nicht mehr in seiner Funktion, aber schon eher als, ja, als Standruine, kann man wohl sagen. Und als ich das letzte Mal auf die Satellitenkarte geguckt hatte, da war hier grüne Fläche. Jetzt habe ich nachgeguckt, hier ist es noch im Bau, in dem Kartenmaterial. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist immer noch im Bau, oder ist es schon fertig? Ich weiß es gar nicht. Ich habe zwar danach gegoogelt, aber ich habe jetzt nicht gesehen, ob es schon fertig ist. Ich glaube, es ist noch im Bau, aktuell immer noch. Der Wiederaufbau des Berliner Schlosses. Es ist ja momentan ja eher so, dass in vielen deutschen Städten, also in Braunschweig zum Beispiel auch, hat auch sein Schloss wiederbekommen. Zwar mit dem Haken, dass das ECI-Center drin ist, aber es hat sein Schloss wieder gekriegt. Das gleiche, gut, vielleicht detailgetreuer und besser wahrscheinlich die Berliner mit dem Berliner Schloss, weil das über die Stiftung Humboldt läuft. Aber früher stand da, wo jetzt der Neubau ist, da stand Honeckers Lampenladen. Kann man auch sagen, wurde das auch betitelt, weil innen drin so viele Lampen hingen. Das Ding hat ungewöhnlich viele Lampen gehabt. Und ja, das stand dann hier und ich habe es tatsächlich noch live gesehen. In 2006 oder 2007 wurde es ja abgerissen dann langsam. 2008, 2009 war schon Grünfläche, glaube ich. Und ja, heute im Bau das Berliner Schloss, was ja im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und teilweise extrem stark ausgebrannt war. Ja, so ist das. So, hier neben ist der Berliner Dom. Ah, hier drunter ist noch ein Museum. Mach ich noch eine Schleife und dann hat sich das eigentlich, weil sonst kriegt ihr wahrscheinlich noch einen Drehwurm und ja, mein Sprit ist wahrscheinlich dann gleich doch alle. Aber es gibt hier tatsächlich extrem viel zu sehen auf diesem kleinen Abschnitt, auch historisch viel. Also nochmal, das Pergamon-Museum ist hier. Ich muss das gerade mal definieren. Ich glaube, es sollte hier sein. Ne, das ist hier. Sollte hier oder hier sein. So. Fakt ist, Berliner Dom auf jeden Fall. Dann im Bau halt das Berliner Schloss. Gut, das müssen wir jetzt nicht groß. Das müssen wir jetzt nicht groß thematisieren. Der Berliner Fernsehturm. Davor die St. Marienkirche. Unter mir das rote Rathaus. Ja. Mit der Außenkamera könnt ihr euch das noch mal schön zu Gemüte führen.
dem Berliner Fernsehturm, mit dem Alexanderplatz und der Kirche. Ja, an Detail könnte man hier, hätte man ein bisschen mehr nachschieben können, aber gut. Wir wissen es ja mittlerweile. Zum Schluss nochmal, ich habe jetzt gerade nebenher noch ganz kurz den richtigen Namen rausgeschrieben. Also tatsächlich Humboldt, das ist also vom Stiftung, von der Stiftung Humboldter Forum, das Berliner Schloss. So. Jetzt haben wir das auch abgehakt. Ich würde mal vorschlagen, wir fliegen jetzt noch mal ganz kurz zum Velodrom. Das ist fast wie ein, sollte eigentlich fast ein Steinwurf von hier entfernt sein. Genießen noch mal ein bisschen Berlin. Hier sind wir jetzt im Friedrichs-Ludwig-Jahn-Sportpark, sind wir jetzt gerade. Okay. Hier wollt ihr eigentlich gar nicht hin? Trotzdem, nochmal. Boah, hier geht aber tief jetzt. Schön nochmal drüber weggeflogen zu sein. Wir wollten gerade aber in die andere Richtung, dahin. Hier ist das Zeiss Großplanetarium da unten, hier mal am Rande. Ich sehe gerade, glaube ich, eine. Nee. Nee, ist doch anders. Ich dachte gerade. Ah, okay. Aber, Leute. Ich weiß jetzt. Ja. Also. Bald ist das Spiel kaufen, aber ich werde dazu nochmal ein extra Video machen. Wir haben jetzt gerade bei Großstadt keine Probleme gehabt mit Ruckladen. Und, ja. Es freut mich, dass tatsächlich der Rolling Cash super arbeitet. So, da unten haben wir jetzt das Velodrom. Ist jetzt so eine kleine Dreingabe. Ist eigentlich, wir haben unser Finish eigentlich erreicht. Ne, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Nee. Ich muss jetzt gerade mal auf die Flugkarte gucken. War ich jetzt eigentlich ganz viel, ganz weit von unserem Flug ab. Ja, okay. Wenn wir jetzt Richtung Tempelhof fliegen und uns nochmal Tempelhof angucken,
Da unten. Hä? Doch, das ist doch Schönefeld. Das ist der neue Flughafen. Der ist schon im Spiel drin. Tatsächlich. Der heißt aber hier nicht Berlin-Brandenburg, sondern der heißt tatsächlich nur Schönefeld. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Einfach nur hübsch. Unglaublich. Mal wieder ein bisschen runter. Übrigens, warum, wenn ihr euch jetzt fragt, warum das Ganze hier zwei Farben hat, das liegt am Tracking bzw. an der Aufnahme von Bing. Die ist tatsächlich in zwei Farben gehalten und liegt meistens daran an der Aufnahme. Wir dürfen ja vergessen, das Spiel rendert ja nur die Gebäude nach oben, somit also die Texturen. Und wenn natürlich die Aufnahme hier, ich gehe mal davon aus, die Aufnahmen wurden im Sommer geschossen bei super Wetter. Und die Aufnahmen da hinten im Herbst oder Winter oder zu einer verkehrten Tageszeit, dann passt das nicht mehr so ganz. So, da ist er. Tempelhof. Legendär, geschichtsträchtig. Eigentlich ausgemustert. Ja, und einige Berliner werden jetzt sagen, ja, du hast da noch ein paar Gebäude ausgelassen, die man zeigen sollte. Ja, ich weiß. Aber da würde unsere Zeit hier, finde ich, bereichen. Aber ganz. Also, Tempelhof unter uns. Geschichtsträchtig, mittlerweile auch für Motorsport interessant geworden, jedenfalls was die Formel E angeht. Und hier im Spiel wiederbelebt. Lustig auch, dass man die Kreuze da drauf gelassen hat. Man hat zwar die Landebahn weg. Das ist ja lustig. Muss ich echt mal googeln. Hat sie das in echt weggemacht oder ist das vom Spiel? Ich glaube, das haben sie in echt weggemacht, weil es der offizielle Flughafen ja gar nicht mehr gibt. Ist ja lustig. Ja, in echt haben sie es tatsächlich weggemacht. Also in echt sind auch Kreuze drauf. Ja gut, wir wissen ja alle die Geschichte. Unter uns die A100.
an dieser Stelle kann man ja schon sagen, so ein bisschen bei Berlin, weil wir jetzt da so ein bisschen, ja gut, es ist immer noch alles Berlin, aber so der Kern. Sind jetzt auch generell über den ganzen Bereich Tempelhof. Also im Bezirk Neukölln kommen wir dann gleich. Rietz, Mariendorf, das sind alles hier in der Nähe umliegend. Ich sag ja, zum neuen Flughafen ist es ein bisschen weit außerhalb von Berlin. Liegt aber auch schon von der Bundeslandgrenze ja auch schon in Brandenburg. Zur Straße gefunden, der wir schön folgen können. Hoffe ich mal. Jetzt kommen wir außerhalb des Material. So ein bisschen, ich glaube, den Bereich habe ich gar nicht erst mit einbezogen. Eine ursprüngliche Flugrichtung ging weiter südlich, westlich. Also wenn wir in Berlin das Zentrum nahegelegen komplett mit einbezieht, dann sind das knapp 4,1 Gigabyte an Kartenmaterial, was man runterlädt in den Cache. So mal am Rand die Info. Natürlich kann man den Rolling Cache auch sagen, wie viel Gigabyte er von der Festplatte haben soll. Allerdings sollte man bei der Einstellung noch vorsichtig sein. Aber ich zeige das dann nochmal im extra Video. Für einige wird es sicherlich interessant sein und es macht das Spiel ruhiger, deutlich ruhiger. So lädt er dann nur noch entscheidende Texturen runter und was noch fehlt, vielleicht drumherum. Jetzt nähern wir uns Buko. Also Bezirk Buko hier. Und da hinten ist dann das nächste Flugfeld, kann ich sagen. Der große Flughafen. Und ihr merkt schon, es ist extrem weit. Und ich fliege jetzt gerade an dieser, ich weiß gar nicht, das ist keine Bundesstraße, das ist glaube ich die Hauptstraße nach Buko rein. Übrigens, so sieht das jetzt aus, wenn hier nicht viele Details eingestellt werden, beziehungsweise, was heißt Details? Kartenqualität. Es gibt 3 Stufen von Kartenqualität, die man einstellen kann, wenn man die Sachen in den Cache reinlädt. Niedrig, mittel und hoch, und das hier ist gerade mittel. Die Qualität der Karte war dann auf der Seite, ihr seht es da drüben auch, ist wieder deutlich höher. Ich habe eigentlich auch eine andere Flugschneise gewählt gehabt. Leute, es ist ein straighter Durchgang eigentlich. Ja, Mensch. Berlin Tower BSSKE 6 Bravo Tango Sierra Victor is 4 miles northwest.
Linke Piste, 25R. Okay. Jetzt gerade so ein bisschen die Orientierung verloren, was die Dörfer angeht. Tut mir leid für diejenigen, die ich jetzt nicht nennen könnte. Aber ich glaube, dass man den neuen Flughafen hier gebaut hat, lag wahrscheinlich auch daran, dass man weit, weit außerhalb jetzt der Innenstadt ist. Ja, das ist ja, hat ja meistens irgendwelche Gründe, wenn man sagt, wir bauen einen neuen Flughafen. Tempelhof war ja wohl bekannt. War ja, glaube ich, auch bekannt dafür, dass sie auch nur sehr enge Zeitlinien hatten, dass Flugzeuge dort starten und landen durften. Trotzdem sehr geschichtsträchtig. Finde ich gut, dass ich damit reinnehmen konnte. So. Bevor wir aber jetzt auch landen, machen wir nochmal einen schönen Flug um den neuen Flughafen Berlin-Brandenburg, was ja so viel Geld gekostet hat und auch so lange gebraucht hat, bis es fertig wurde. So, jetzt müssen wir erstmal die Piste raussuchen. Ihr könnt ja erstmal sehen, wie das mit dem Land, mit dem Direktland angeht. Das bringt mir jetzt auch nichts weiter, dass hier Kreuze drauf sind. Was ist denn das bitte? R25? War das R25? Ja, R25, linke Piste. Okay. Ich mache jetzt aber trotzdem einen kurzen Überflug. Bin schon bei 1200 Fuß, alter Schwede. Der Flieger, der muss doch eigentlich schon fast da vorne sein mit seiner Schüssel. Ich meine, das Spiel rechnet ja aus, oder nimmt er die Originalwetterdaten. Sollte es ja eigentlich. Und ich meine, wenn man manuell die Wetterdaten einstellt und unten 3 Grad, dann errechnet es automatisch für die entsprechende Höhe nochmal die Minusgrade. Das heißt, bei vielen Flugzeugen oder bei fast allen Flugzeugen, wenn man die Enteisung nicht einschaltet, fängt das Flugzeug an, Eis zu bilden und wird dadurch schwerer und schwerer und auch schwerer lenkbarer. Also die Physik ist da schon. Schon gut durchdacht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich denn eigentlich die Schüssel auch abstellen kann. Da sind wir, beim Riesenflughafen Berlin-Brandenburg. Zig Millionen, Milliarden gekostet. Und man dachte, das Ding wird nie fertig. Und jetzt darf ich es auch mal anfliegen, auch mit Ultraleichtflug. Ich glaube, die Leute, die lachen sich da tot, wenn ich da ankomme. So, das ist meine Piste. Nee. Gar nicht meine Piste. Und 7L. Da muss ich von oben rein. Okay. Dann kann ich Gas von da nehmen. Übrigens, Leute, keine Landmark. Ich unterstreiche das nochmal. Keine Landmark und auch kein DLC. Das ist Basis, ja, was das Spiel dir zeigt hier. Basismaterial, hochdetaillierte Grafik hier, Photography-Modell, wie wir es nennen wollen. Da darf ich wohl parken. Da kommen die Privatmaschinen hin. Okay. Ich weiß ja schon Bescheid. Viele Spieler sind hier jetzt gerade bei dem Flughafen auch nicht dabei. Okay.
Was die Infrastruktur angeht, für Verkehr sieht ja auch ganz ordentlich aus hier. Hier ist noch alles im Bau. Ja, gut, das ist ein bisschen steil. Aber gut. Das Geile bei so diesem Flughäfen ist ja, ich kann mir ungeheuer viel Zeit lassen, weil dieses Verhältnis, diese kleine Maschine ist ja so leicht, die braucht ja nicht allzu viel an Landebahn. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, man muss tierisch aufpassen, was mit der Drosselung der Motorenleistung angeht. Wenn man zu viel wegdrosselt, hat man ganz schnell das Problem, dass das Flugzeug sehr schnell absackt. Ist jetzt nichts Gravierendes, ist im Realen wahrscheinlich auch so, aber im Gegensatz zu meinem Buschflugzeug muss man hier schon ein bisschen mehr Feingefühl beim Landen ansetzen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Sollte nur ein bisschen erwähnt werden. Zur Info, unsere Haltestelle ist hinten beim Turm. Irgendwo, also das heißt zig Meter und der Wind drückt mich gerade bis rüber. Das ist jetzt ein bisschen sehr schwierig, aber ich habe schon gesagt, dass die Bremsen bei der Kiste hier quietschen. Oh, da kommt ein anderer Flieger. So. Dann machen wir die Landebahn frei. Ja, und hier hört ja eigentlich dann der Funkkommuniqué auf. So. Ich bin richtig. Da hinten landet jetzt ein anderer Spieler. Denn echt kann ja noch keiner kommen. Ja. Cool. Ja, ein paar Grafikfehler sind ja wohl noch drin irgendwie. Das soll ein Scheinwerfer sein wohl. Bin ich ganz getroffen.
So. Ich halte mich mal jetzt mal nicht an die Linien, weil ich jetzt gerne gucken wollte, wo ich eigentlich parken soll. Irgendwo stehen ja meine Leute meistens rum. Oder die Leute von der... um mich einzuweisen, aber ich sehe hier keinen. Frechheit. Mich erwartet keiner. Ja gut, dann müssen wir es anders machen. So wie halt selber ein Parkplatz, so. Handbremse fest. Fertig. Da hinten stehen die aber. Das ist aber beim anderen Spieler wahrscheinlich. Gut. Ja. Dann mache ich mal den Motor aus. Und Abschluss. Ja, es war ein langer Flug. 47 Minuten 32. War sehr lang. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch Berlin zu zeigen. Jedenfalls den zentralen Punkt, dann nochmal schön über Wukow zu fliegen. Über Tempelhof. Tempelhof, Bezirk Neuköllner ein bisschen. Und natürlich dann die Landung in Schönefeld. Eigentlich Flughafen Berlin-Brandenburg. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, gerade mit der Aerolite 103, ein super geiles Flugzeug. Zwar ein bisschen langsam halt mit seinen angegebenen 50 Knoten. Oh, hab's ja bis 60 ein bisschen hochgetreten, 60, 65 geht immer. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Weiterhin, wie gesagt, könnt ihr eure Kommentare, Flugwünsche, alles was ihr möchtet, immer gerne her damit. Ich freue mich und hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Bis dann. Bye bye.